Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Hier ist euer M3D. Und zum Glück habe ich hier so ein Sägeblatt. Ich glaube, der schafft es niemals hierher. Oder? Nein, das schafft er nicht. Jawohl, okay. Was halt jetzt doof ist, dass meine ganzen Sachen da drin sind. Verdammt. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Krankes Schwein. Aber wer ist dies? Ist noch ein Leben zu retten? Ja. Ich behalte dich im Blick. Mehr kann ich nicht versprechen. Das ist nett, dankeschön. Trottel. Oh, Kacke. Mein Sägeblatt. Zack. Schnauzemistvieh. So, tot ist es. Kommt hier noch was? Der steht wahrscheinlich wieder auf. Aktiviere ich gerade einen Stromschalter oder was ist das? Zündungsfunke. Ah. Aber ich glaube, damit lege ich mich selbst flach. So. Und wie aktiviere ich jetzt den Zündungsfunken? Keine Ahnung, ey. Ich glaube, ich gehe drauf, wenn ich das mache. Ah, nein, kapiert, 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 kapiert. Achtung, Freunde. Mies, okay, aber irgendwie auch geil gemacht. Alter, kranker Scheiß. Okay, wir haben volle Leben. Dann nehme ich mal meinen Tisch mit raus. So. Damit ich meine Sachen draufstellen kann. Wunderschön. Wunderschön. So, ein Sägeplättchen. Was haben wir noch? Hier ein bisschen TNT, kann nie schaden. Rollt eh runter, egal. So, Sägeblätter, wo seid ihr? Hier. Boah, die machen richtig Spaß. Habe ich als Kind einiges verpasst, ey. So. Was ich nochmal gucken wollte, hier oben. Kann man hier oben noch irgendwas machen? Theoretisch gesehen sogar ja. Nicht das da? Oh. Ah. Nimm Energie. Nein. Uah. Alter, alter, alter. Schnauze. So. Von wo kam der denn her? Ein ganz gerissener Arm. Ich merke das. Piss dich. Die Schnauze, du Mistvieh, Mann. So, Leben wieder voll. Wunderbar. Wir machen jetzt mal das Gas aus. Steht irgendwas von denen auf? Nee, aber wofür ist das denn jetzt? Ach, guck mal hier. Aha. Oh. Oh, oh, oh. Alter, das war richtig doof gerade. Das war richtig, richtig doof. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber was ist dann das da oben? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht, ne? Okay, es ist ein bisschen schwerer als gedacht, weil ich mich ein bisschen blöd anstelle. So, da ist auch noch einer. Als Maulmistvieh. Jawohl. Jawohl. Leben, Sägeblatt, her damit. Zack. Ich finde das so geil gemacht, ey. Einfach nur Respekt an die Entwickler. Dass sie das in den jungen Jahren, also in den frühen Jahren, der Spielentwicklung so hingekriegt haben. Das ist einfach nur gewaltig, muss man wirklich sagen. Ich habe da vorne was entdeckt, das würde ich ja gerne mal kaputt machen. Das war es jetzt irgendwie nicht, verdammt. Yeah! Okay, aber wir gehen erstmal hier oben gucken. So, sicherheitshalber, man weiß ja nie.
Boah, hier gibt's so viele Wege, das habe ich als Kind gar nicht gewusst. Ne? Ich habe immer halt Schiss gehabt, hier mich rumzugucken. Aber aus heutiger Sicht bereue ich das. So, hier könnte man hoch, theoretisch. Aber keine Ahnung, wie. Anscheinend gibt's hier mehrere Wege, wie man hier durch könnte, sehe ich gerade. So, ich denke mal, hier, damit kriegen wir die Dinger kaputt, oder? Nee. Ja, so kriegen wir sie kaputt. Sehr geil, okay, dann gehe ich mal hier rein. War hier was? Lebt er noch? Nein. Ah, wo bist du? Schnauze halten, Mistvieh. So. Hier mal so durchgehen, man weiß ja nie. Der lebt definitiv noch, jawohl. Uah. Halt die Schnauze! Was? Diagnostiziert? Okay, egal. Egal, egal. Okay, hier könnte man jetzt auch noch außen lang gehen. Gut, das macht gar keinen Sinn. Na, schön. Ach, guck mal hier. Was habe ich denn da entdeckt? Das sieht ja witzig aus. Wie komme ich denn da hoch? Wow. Ach, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Das ist ja interessant. Habe ich auch noch nie entdeckt. So. Na komm. Alter, rein da. Uah. So, geschafft. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier denn so Schönes? Alter, krabbel weiter, komm. Gordon, alles okay bei dir? Der krabbelt nicht da durch, ne? Wegen dem scheiß Kackgitter. Jetzt geht's aber, oder? Immer noch nicht. Och nö. So einfach mitschleppen. Egal. Alter, geh durch. Okay, die Frage ist jetzt. Kommen hier Gegner? Wir könnten hier irgendwas werfen. Also ich kann es so sagen. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo Gegner kommen. Nee, aber kommen keine. Okay, sehr geil. Dann gehen wir jetzt erstmal nochmal hier hinten gucken. Mal wieder Leben voll machen. So. Weil es ist ja auch gefährlich, wenn du hier nur mit den ganzen Krawallsachen hier rumspielst. Dann kannst du ja. Ist ja klar, dass du dich auch irgendwo selbst verletzt. Achso, das. Doch, das geht aus. Na super. Yeah! Alter, es gibt hier so viele Wege. Oh wow. Oh wow, oh wow. Ach, der kriecht auf den Boden. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann ich das damit auch jemanden erschlagen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn überhaupt jemand? Naja, funktioniert nicht so, wie er hoffte irgendwie, ja. Doch, zwei Zombies habe ich tot gekriegt. Ah, komm. Da, Gasflasche. Nein, es brennt nur einer von denen. Scheiße. Okay, man könnte sich jetzt natürlich klug anstellen und einfach diesen Zünder hier anmachen. Das finde ich auch ein bisschen zu langweilig. Alter, wo ist denn hier noch so ein Sägeblatt? Sägeblatt, Sägeblatt. Einfach voll gerannt. Mann, bin ich gut. Wo muss das Sägeblatt sein? Wo war das denn? Gut, ich sehe es nicht. Da, da, da ist es. Bäm, Kollege, jetzt kriegst du aufs Maul. Aufs Maul, Junge. Yippie. Okay, hier kann man definitiv nicht durch. Das würde ungesund enden. Ich kann die Leitung... Kann man die Leitung kappen? Das wäre ja jetzt geil. Das würde ich so total feiern, ehrlich gesagt. Ich brauche ein Sägeblatt. Ich habe eins auf den abgeworfen, da ist es. So, passt mal auf, Freunde. Das interessiert mich jetzt gerade total, deswegen muss ich das einfach ausprobieren. Ich stelle mich jetzt hier so hin. So. Schade. Das wäre geil gewesen, Freunde. Wow. Dann hätte man nämlich hier hochklettern können. Tja. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das jetzt kaputt machen kann. Aber okay, man merkt eindeutig, das ist der falsche Weg. Dann gehen wir mal wieder zurück. So. Hilfe. Hier müssen wir lang. Okay.
Hier oben gab es noch einige Sägeblätter und sowas, ne? Naja gut, einiges jetzt relativ. Da, der steht auf. Aber nicht bei mir. Ich finde es so fett gemacht mit den Möbeln und sowas. Kriegt man die Tür hier eigentlich auf? Abgeschlossen. Schade. Kann man sie aufknacken oder sowas? Nee, ne? Na gut, na gut, na gut, na gut. Ach so, von hier muss ich das Strom irgendwie deaktivieren. Ja, man darf auch nicht einfach da... Oh, was ist das denn für eine? Alter, ich brauche irgendwas zum Werfen. Kacke. Alter, geh kaputt, du Mistvieh. Yeah, was ist das denn für ein komisches Vieh? Also es ist auf jeden Fall eine... Ah, okay. So eine typische Kopfkrabbe, klar, aber die ist irgendwie anders. Jetzt ist es aus. Sehr geil. Logischerweise nehme ich mal hier ein bisschen was mit. Du bist tot, ne? Ja. Also ich denke schon. Alter, ich hab... Also man kann jetzt sagen, ich hab Schiss. Oh. Pass da auf. Ah, sehr geil. Voll verfehlt. Uah. Yippie, sie ist tot. Tot, 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 tot. Uah. Alter. Übertreibt. Zum Glück habe ich die eine getroffen, ne? Hallo? Wie viele werden jetzt hier wohl aufkreuzen von diesen komischen Kopfkrabbenviechern? Ich tippe auf 2. Hä? Ich höre einen Stöhnen, aber ich sehe keins. Ist das normal? Oder oben ist ein Fenster offen. Okay, gehen wir erstmal weiter, ne? Solange wir hier nichts gefunden haben, ist alles okay. Ich nehme natürlich schön brav mit, ist ja klar. Jetzt höre ich wieder einen Stöhnen, aber ich sehe wieder nichts. Oder was heißt, ich sehe wieder nichts? Ich sehe immer noch nichts, so rum. Ist meine Platte runtergefallen, ne? Kacke! Egal. Wird schon nicht so wichtig sein, hoffe ich mal. Hier kann man nicht lang. Hier muss ich rüber, oder was? Oh Gott. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Hinter dir! In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Der Typ ist irgendwie krank, ey. Und wo muss ich jetzt lang? Aha. Alter. Das ist kack offene... Nein. Alter, das kann's doch wohl nicht geben. Was ist denn hier nur los? Egal, dafür nehme ich das Sägeblatt wieder mit. Wenn es geht. Nee, es geht nicht. Och, Mann. Haben sie extra verhindert, dass du nichts mitnimmst, weißt du? Nein. Nein. Oh. Ja, Freunde, das kann ich jetzt nur um 3 Folgen handeln. Dann bin ich bestimmt da oben. In dem Fenster drinnen, wohlgemerkt. Ich hab's doch auch beim ersten Mal geschafft. Was ist denn jetzt hier los? Bin ich drauf? Ja. So. Ich speichere mal lieber. So. Konnte man aber auch in dem Fenster reingucken, ne? Alter, das gibt's doch nicht, ne? Wie, wo ist ein Quickload? Quickload? Lade da. Sehr schön. Alter, Alter, Alter. So einfach machen. Na also, geht doch, verdammt. Schnauze da unten dann verfehlt, ne?
Habe ich ihn verfehlt? Habe ich ihn nicht verfehlt? Yeah! Okay. Das hat schon mal Hand und Fuß gehabt. So, jetzt haben wir noch den angefackelt. Und ich mache mir einfach so kaputt, scheißegal. Das lassen wir natürlich noch nach unten fallen. Warte mal, wo sind die Sachen? Okay, nur eins, aber besser als nix. Man weiß ja nie, ne? Ich habe Angst vor diesen, explosiven Scheißdingern. Weil in der Regel sind die anderen einfach nur besser, diese Kettensägen und so, diese Sägeblätter. Hör auf, mein Gott, lass mich in Ruhe. So. Sehr schön, mal weggeräumt. Sehr schön, auch mal weggeräumt. Okay, man hört wieder Gestöhne. Bam! Ach, das sind ja geile Fallen, ey. Klatsch! Gut, das war jetzt ineffektiv. Hilfe! Hilfe! Kacke, ich hab hier nichts mehr. Was ich ihm an den Kopf schmeißen könnte. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Das ist ja mies, Alter. Ich muss gucken, dass ich ihn irgendwie ins Feuer kriege oder so. Alter, wie hau ich den jetzt? Ah, okay, okay, okay. Achtung und... Es gibt's nicht, Freunde. Unglaublich, ey, wie der das immer überlebt. Traurig, aber wahr. Pass auf. Und gleich nochmal. Drück doch. Ja, endlich. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.